Meine Güte, ich freue mich so sehr von Couch zu Couch. Sebastian Krumbiegel, die Prinzen. Ein Stück Prinz ist bei mir. Hey, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander zu tun haben werden. Wie lange eigentlich? Eine Stunde oder so, Eine ne? Stunde? Oh mein Gott, so lange hat noch niemand durchgehalten. Okay, den Aufmacher haben wir schon mal, Sebastian. Guck mal, du sitzt bei einem Tröpfchen Wasser da, gell? Ich habe Wasser, ja. Guck mal, und ich habe ein Glas Rosé und stoße an auf euer neues Album und dass ihr wieder da seid. Ich darf Chin mir auch mal Chin. wenigstens mal ein stilgerechtes Glas holen. Das Ja, das wenigstens macht schon virtuell viel angedeckt aus. ist. Zack. Sehr, sehr süß. Link. Ding. Was ja normalerweise unter normalen Bedingungen wärt ihr bei uns im Studio eingeladen worden. Wir würden an unserer Bar sitzen und würden ein Gläschen in echt auf euch trinken mit Geräusch. Das wäre Ihr, schön, ja. ja, wir ver und bis das soweit ist, das wird ja wieder so sein, verschicken wir für unsere Lieblinge so Care-Pakete. Du darfst dir wünschen, was ihr wollt oder was du möchtest. Weiß, Rot oder Rosé? Rot. Es sei denn, es wird richtig warm, dann Rosé. Aha, okay. Und in welche Richtung so? Was mag deine Zunge? Eigentlich mag ich wirklich so schweren Rotwein. Es gibt so Okay. ein Primitivo, ich weiß, es ist so eine bauchige Flasche. Ich weiß nicht genau, doch, ich kann dir zeigen, was ich habe ihn hier. Ja. Das ist meine Marke eigentlich. Okay, weil wir haben es eigentlich. Ach, deine schwarzen Fingernägel. Oh Mist! Ich wollte. Ah, shit! Ich wollte mir meine Fingernägel schwarz machen für dich. Als ich gehört habe, dass du da bist, so vor 2 Wochen oder so ist ausgemacht worden ist, dachte ich mir für mich, ah cool, dann habe ich mal einen Grund, mir die Fingernägel schwarz zu machen, weil ich finde das so cool. Und jetzt sehe ich das nochmal. Ach ja, komm, ich finde, also es sind alles nur Äußerlichkeiten. Mich Lackierst fragt mich halt du jetzt mir halt. sie, wenn wir uns in echt sehen? Ja, bitte, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich bin mittlerweile echt Profi geworden. Meine sind zurzeit schon ein bisschen leicht abgesplittert hier, guck mal. Ich muss die. Hast du so Gel-Nagellack oder einfach so normalen? Ich habe normalen Nagellack. Also ich sag mal DM Rossmann Ach so, weil 295. wenn du so zum Beispiel so Gel-Nagellack hättest, kann man ja auch selbst machen. Da ist aber, habe ich in der Corona-Zeit gelernt, da hält der aber mal eine Woche, zwei. Das wäre doch für dich super. Na, ich werde ja immer angemacht, wenn ich sage, mein Nagellack platzt nicht ab, dann sagen mir irgendwelche Leute, ja, dann wäschst du scheinbar nicht ab und machst keine Hausarbeit. Was nicht stimmt, ja, was ich wirklich teilweise mache. Aber irgendwie, ja, also er platzt ja ab. Ich bin der Hausarbeiter, yeah. Ja. Also da haben wir so ein kleines Projekt, wenn wir uns in echt treffen und dann kümmern wir uns mal um sauber lackierte schwarze Wunderbar, Fingernägel, wunderbar, freue lieber ich mich. Sebastian. Okay, ja, also zurück zu unserem Tröpfchen. Wir schicken dir ein Paket, ein Überraschungspaket für wen? Nur für dich oder für die anderen auch? Wie ist denn Du das? kannst ruhig für die anderen mitschicken, aber ob ich denen das gebe, dann ist eine andere Frage. Fast, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Ja, wir haben, das finde ich eigentlich wirklich ganz süß. Das haben wir irgendwie seit diesem Jahr angefangen und wir verschicken halt diese Paketchen und jeder darf sich was wünschen und die meisten sagen alle drei. Und du warst so bescheiden und wünschst dir nur Rosé und Rot. Ja, ich trinke auch Weißwein, aber weißt du, ich habe irgendwann mal gelernt, meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, kleiner Finger, ganze Hand, wenn dir was angeboten wird, nicht immer irgendwie gleich alles, sondern sei bescheiden, bleib irgendwie ein bisschen, tu wenigstens so, als ob du bescheiden wärst. Okay, verstehe. Ich lass dir was Schönes einpacken, lieber Das ist lieb. Sebastian. Ja, also man sieht euch oft und das ist so schön, euch wieder da zu wissen. Das gibt ein beruhigendes Gefühl irgendwie. Die Prinzen sind wieder da. Jetzt wird die Welt wieder in Ordnung. Weißt du, so ein Gefühl ist das. Geht's euch auch so? Ein bisschen das Gefühl haben wir auch, ehrlich gesagt. Weil man muss ja auch dazu sagen, es ist ja, glaube ich, nicht normal, dass man nach 30 Jahren wieder so auftaucht. Also wir waren ja nie wirklich weg, aber wir haben jetzt einen neuen Plattendeal, wir haben ein neues Management und wir haben die letzte Platte wirklich, ich will fast sagen, wirklich generalstabsmäßig vorbereitet. Ja? Also wir haben mit unterschiedlichen Leuten geschrieben, auch außerhalb der Band. Wir haben neue Produzenten und das hat sich alles total gelohnt. Also wir
wollten eine zeitlose Platte machen. Und das ist echt eine Herausforderung, weil wir wollen nicht irgendwelchen Trends hinterherrennen. Klingt alles so, aber ist wirklich so. Weißt du, wir wollen Musik machen, die man sich möglichst in, ja, in 30 Jahren auch noch anhören kann. Und ich hoffe, dass wir das geschafft haben. Weil es geht ja, am Ende geht es ja darum, was ist sozusagen der Markenkern der Prinzen? Und das sind am Ende unsere 5 Stimmen. Und die 5 Stimmen, die wird es immer geben, solange wir leben. Und wie man das dann verpackt, ob man das dann sozusagen, ob man jetzt sagt, hey, gerade sind irgendwelche Sounds in und irgendwelche Grooves und irgendwelche bestimmten Hip-Hop-Hi-Hats. Nee, darf man, glaube ich, nicht machen. Man sollte bei sich bleiben und sollte natürlich gucken, dass man keine unmoderne Musik macht, aber man sollte trotzdem nicht irgendwelchen Trends hinterherrennen, sondern sollte bei sich bleiben. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Wenn du jetzt sagst, irgendwelche Hip-Hop-High-Ends oder so, du machst mit Motrip, habt ihr zusammen die neue Single gemacht mit Motrip und Echo Fresh, Millionär. Da habt, ja, ihr habt euch aber zwei Hasen mit in den Stall geholt. Hey, das sind die coolsten. Ich finde, also ich bin ja, es ist ja immer das Ding. Es gibt ja Musik, die machst du, und es gibt Musik, die hörst du. Und da gibt es natürlich große Schnittmengen. Aber ich höre zum Beispiel auch manchmal Metal oder ich höre irgendwie, keine Ahnung, Hardrock. Und trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, Hardrock zu machen, weil ich es einfach nicht kann. Aber ich bin wirklich mittlerweile, und es hat eine Weile gedauert, muss ich auch ehrlich sagen, aber ich bin ernsthaft Hip-Hop-Fan geworden. Und das bin ich jetzt, ich bin eigentlich Hip-Hop-Fan, seitdem Eminem mit Dido zusammen rumgemacht hat. Ja? Als damals Stan kam. Mhm. Das fand ich total geil, weil es eben Hip-Hop mit Pop war. Und dann habe ich mir die Eminem Platten geholt und kann die wirklich teilweise auswendig. Ich kenne die Texte und kenne das Zeug und habe mich natürlich auch mit deutschem Hip-Hop beschäftigt und habe vor ungefähr, wann war das, vor knapp 3 Jahren auf der letzten Platte von Echo, habe ich mit ihm zusammen ein Lied gemacht und Motrip war auch dabei. Was ist mit der Welt passiert, heißt dieses Lied. Und da kam dann die Idee, hey, wir können doch jetzt mal für die Prinzen, wir suchen Partner für 5 alte Hits, frag die doch mal. Und gefragt und dann kam da so zurück, ey Bruder, das ist mir eine Ehre mit euch zusammen und auf eurer Platte und so. Und das fand ich so geil. Das fand ich so, also man kommt sich natürlich dann auch schon so alt vor. Man denkt dann irgendwie, dass so wie du irgendwie selbst Lindenberg vollkultest, kulten die dich jetzt voll. Also ich habe damals zu Udo gesagt, ich hätte vielleicht ohne dich niemals angefangen, selbst Lieder zu schreiben. Weil ich bin mit deiner Musik groß geworden, wollte deine Sachen am Klavier nachspielen und habe deswegen deine Musik intravenös aufgenommen. Und dasselbe hören wir jetzt von irgendwelchen Leuten, die eben heute Hip-Hop machen und die eben wirklich 20 Jahre jünger sind als wir. Und das ist ein schönes Gefühl, da irgendwie den Staffelstab weiterzureichen und gerade so zwischen den Generationen zu sein. Udo ist gerade 75 geworden. Wie hast du ihn denn gratuliert? Ich habe ihm per Twitter gratuliert, habe versucht, ihn anzurufen, aber er ist natürlich nicht rangegangen. Ich glaube, der hatte gestern echt tierisch viel zu tun. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben auch Udo bei uns natürlich gefeiert. Und ist einfach ein genialer Typ. Sieht alles einfach so zufällig aus und so, ja, machen wir irgendwie mal und kriegen wir alles hin, ne? Ist sehr, 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 sehr leicht und by the way, aber das ist ein sehr genialer Kopf, mein lieber Mann. Ich glaube, er hat die richtige Einstellung zu dem, was er macht, ja. Von ihm habe ich zum Beispiel die Vokabel gelernt, wenn er auf Tour geht, sagt er, wir gehen auf Tourlaub. Und das finde ich total genial, weil er sieht sozusagen eine Tour als eine Art Urlaub an, wo er sich selbst verwirklichen kann, wo er jeden Abend vor ein paar tausend Leuten sein Ding machen kann und nicht irgendwie, oh Hilfe, ein Stress und ist das Arbeit und was weiß ich was. Nee, am Ende sollten wir alle miteinander froh sein, was wir machen. Wir machen das, was wir am liebsten tun und ja, und können das durchziehen und können damit auch irgendwie eine, keine Ahnung, eine kindliche Seite in uns am Leben halten, die ein Steuerberater oder ein Pfarrer nicht so kann, ja. Wann hast du das letzte Mal mit ihm auf der Bühne gestanden? Ich glaube, das ist 3 Jahre her. Bei seiner letzten Tour. Also ich begleite ihn in letzter Zeit oft bei dem Lied Rock'n'Roll Arena in Jena. Das ist dieses Lied, wo er über den Osten singt. Wo er singt, ich würde so gern bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR. Und er rief mich an, das ist jetzt schon 10 Jahre her oder 8 Jahre her. Und fragte mich, ob ich ihn begleiten will zu irgendeiner Pressekonferenz, wo er seine Stadiontour gefeatured hat. Und da habe ich mir das Ding drauf gedrückt und dann hat er gesagt, ja, dann kommst du auch mit auf die Bühne. Und das war für mich natürlich echt eine Ehre. Ja? Wenn du in deiner Stadt, in Leipzig, er hat an 2 aufeinanderfolgenden Abenden im Stadion gespielt, jeweils vor 50.000 Leuten. Und dann rollt er da verbal einen roten Teppich aus und sagt, mein Freund Sebastian von den Prinzen.
Und dann gehst du da raus und denkst irgendwie, verspiel dich bloß nicht, verspiel dich bloß nicht. Und es ist geil. Das ist das, also das ist für mich wirklich einer der bedeutendsten Momente auf einer Bühne gewesen jemals. Das sagte ich mir. Ich habe dich in der Doku gesehen über ja. Udo jetzt und dachte mir so, wow, das war bestimmt auf jeden Fall ein Highlight. Total. Kann man nicht sagen. Dein, wenn man, gut, Udo ist ja auch, den erkennt man sofort, wenn man ohne Ton, ne, wenn man, und wenn man nicht so, wenn so Sonne in den Fernseher kommt, dass man den nicht so genau sieht, ne, und man hört auch nichts, der Ton ist aus, erkennt man trotzdem, wenn du auf der Bühne bist. Ja. Deine Moves und so, das ist so unique. Ich gibt es, ja, das gibt's ja nur einmal. Jetzt in der, das heißt in der Pause, aber jetzt, wo ihr wieder da seid und die ganzen Videos und so dreht, war das dann direkt alles nochmal so da, weil du, die Bewegungen und so, dein Move, der hat sich halt nie verändert. Ich glaube, das ist schon ein Geheimnis, weil ich weiß noch genau, dass ich ihn damals irgendwann fragte, wo er auch so hart mit Alkohol zu kämpfen hatte, als wir mit ihm auf Tour waren, 92. Wo ich gesagt habe, Mensch, willst du nicht mal irgendwie Imagewechsel versuchen und so und irgendwie mal einen völligen Cut machen und dich neu erfinden, so wie das Madonna macht oder was weiß ich was. Er hat immer gesagt, nein, Mythen mit Hüten war immer sein Spruch, ja. Also er ist sozusagen ein Mythos mit Hut und er feilt da schon sehr an seinem Image und ja, er zieht sein Ding durch und das finde ich auch gut. Nee, ich meinte dich. Dich, ach, wenn man dich im Fernseher anguckt, Udo sowieso, klar. Aber wenn man dich im Fernseher sieht, wenn da ganz viel Sonne drauf kommt, man hört nicht euren Sound und man sieht nur dich, das meinte ich damit. Dein Move ist so unique. Wie ist der? Ja, du hast immer so, du immer, wenn die Kamera sich verfolgt, deswegen meinte ich so jetzt in der Pause, jetzt wo so viele Videos nochmal sind und alles, war das dann direkt nochmal so da. Dein Move ist ja immer so sehr, sehr wild, sehr schnelle Bilder und die Kamera kommt oft von unten und du guckst so von oben so rein und machst so deine Moves so. Das ist auch sehr special. Ich mache mir da gar keine Gedanken drüber, ehrlich gesagt. Ich bin echt, also, weil das ist, ich kenne niemanden, der sich so bewegt wie du. Das finde ich ja, also ist das ein Kompliment oder ist das eher irgendwie ein bisschen... Das ist toll, das ist gut, ja. Das ist ja auch Kult. Weißt du, wenn man irgendwie was geschaffen hat, was nur man selbst, das ist wie Udos Tipselei, weil er ja irgendwie das Gleichgewicht mal halten musste, wenn er ja zu besoffen war, ist aber Kult geworden. Aber ich wollte nur sagen, das ist toll, wenn man was hat, dass man jemanden erkennt ohne Sound, ohne Ding, einfach nur von der Bewegung, Haare, schwarze Fingernägel, weiß man direkt, okay, Prinzen, das ist schon toll. Ich mache mir da ehrlich keine großen Gedanken drüber, wie okay ich mich bewege, was ich mache. Also es ist ja immer so die Frage, was ist eigentlich authentisch? Ja, was ist Authentizität? Dieses berühmte Wort irgendwie, was die Hip-Hopper immer so extrem wichtig nehmen. Also ich denke, sei wie du bist und mach dein Ding und verstell dich nicht, spiel nicht künstlich eine Rolle. Ich glaube, dass das irgendwie das Hauptding ist. Und ich werde das nie anders machen. Vielleicht auch, weil ich es gar nicht anders kann. Warum soll ich jetzt hier irgendwie anfangen, irgendwelche Moves zu machen oder irgendwelches Zeug zu machen, was mir nicht liegt? Du warst auch immer also eher so bescheiden, wenn man so den Weg verfolgt hat, auch als ihr ganz krass gehypt wurdet und so krass erfolgreich wart früher. Du warst trotzdem immer, also immer, wenn ich dich gehört oder gesehen habe, es war nie drüber oder es war immer sehr bodenständig, sehr bescheiden. Hat euch das... Ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Also kam es rüber immer, so kam es rüber. Ihr wart immer so die handfesten Kerle, die nicht überschnappen und ihr seid ja auch alle zusammengeblieben oder war es gar nicht so? Doch, es war schon, also wir sind in derselben Besetzung von Anfang an, aber ich weiß auf jeden Fall, weil mir das auch Leute, die mir nahe stehen, schon hinterbracht haben, dass wir schon auch an der Uhr gedreht haben. Und ich glaube, das ist aber überhaupt kein Wunder, weil wenn du so jung bist, wenn du irgendwie Anfang, Mitte 20 bist und sowas erlebst, was wir erlebt haben, das macht ja was mit dir. Und wenn dich jeden Abend 10.000 Leute bejubeln und wenn dir alle immer sagen, wie toll du bist und was und wie deine Songs und deine Stimme und überhaupt und wie du aussiehst, wie du riechst und alles, und dann denkst du ja irgendwann, hey, vielleicht bist du ja wirklich was ganz Besonderes. Und das irgendwie mitzukriegen, dass das Ganze ja bei aller Ernsthaftigkeit oder bei allem Ernst nehmen, wie sehr wir das, was wir machen, schon ernst nehmen, aber es ist schon auch ein großer Zirkus. Und wir wissen natürlich, dass das, was wir machen und wo wir hingekommen sind und wo wir heute sind, dass das nicht ausschließlich was mit unserer, ich sage es wirklich in Anführungsstrichen, Genialität und unserem Können und unserem Talent zu tun hat, sondern dass das zu einem großen Teil was damit zu tun hat, dass wir tierisch viel Glück hatten, dass wir Leute getroffen haben, die uns Türen geöffnet haben, durch die wir gehen konnten, dass uns Leute Tipps gegeben haben, was wir machen konnten. Und das irgendwie für dich selbst zu reflektieren und das zu wissen, das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Also ich könnte jetzt mal so ganz altklug sagen, wir haben schon viele kommen und gehen sehen. Ja?
Und das ist wirklich so. Und wenn irgendwelche, also die richtig coolen Leute, die sind am Ende eben cool. Und die sind am Ende eben auch, ich sage es mal, bescheiden oder demütig vor dem, was sie erleben dürfen. Und das versuchen wir uns manchmal wirklich sehr bewusst vor Augen zu halten, dass es keinen Sinn hat, irgendwie zu denken, ich bin was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also natürlich sind wir alle miteinander. Jeder von uns ist was Besonderes und jeder von uns ist unique und jeder von uns ist einzigartig sozusagen. Aber zu denken oder sich zu erhöhen über andere oder nur deswegen, weil du das Glück gehabt hast, irgendwie an ein paar Stellen in deinem Leben richtig abgebogen zu sein, weil die Leute gezeigt haben, wo es lang geht, deswegen zu denken, dass du irgendwie genial bist. Nee, also natürlich weiß ich, dass ich genial bin, aber trotzdem würde ich das nie irgendwie, ich würde nie nach unten treten, ganz einfach. Das ist für mich so ein Grundding. Das macht man nicht, das gehört sich nicht, das, so bin ich erzogen. Das würde ich nie tun oder möchte es nicht tun. Ich habe manchmal auch irgendwie scheiß Augenblicke oder bin manchmal mit dem falschen Fuß aufgestanden oder man erwischt mich in irgendeiner Situation, wo ich echt nicht gut drauf bin. Dann bin ich bestimmt auch unfair und nicht cool und nicht entspannt und nicht locker und ich raste aus und irgendwas passiert. Aber ich merke das wenigstens und ich versuche es zu reflektieren und versuche das wirklich nicht zu wiederholen. Aber ich bin trotzdem, ey, komm, wir haben alle unsere Abgründe, unsere Schwächen, unsere Tiefen und wir müssen damit umgehen. Du hast gesagt, ihr seid richtig abgebogen und hattet die richtigen Leute auch an der Hand, um diesen unglaublichen Erfolg klarzumachen. Wer hat euch denn so geholfen? Wer waren denn eure Türöffner oder Wegbegleiter? Ja, allen voran, am Anfang glaube ich wirklich Annette Humpe, unsere erste Produzentin, mit der wir lange zusammengearbeitet haben, die ersten 4 Platten gemacht haben, von der haben wir extrem viel gelernt. Also die hat uns immer gesagt, ich glaube, also ihr Hauptsatz war immer der, es muss charmant bleiben, was ihr macht. Werdet nicht uncharmant. Fangt nicht an irgendwie, sie hat damals schon, vor 30 Jahren, sie hat voll gegen irgendwelche Sexismen gekämpft, die wir in unseren Textideen drin hatten, ja. Sie hat voll irgendwie, wenn wir so kleine Schweinereien singen wollten, sie hat immer gesagt, nee, das ist uncharmant, das macht das Mann nicht und so. Und haben wir mit ihr auch gestritten teilweise. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, dass eben diese Dinge aus den alten Songs rausgeflogen sind, dass die heute noch aktuell sind, dass heute noch Kids ankommen und diese alten Songs singen. Also ich kriege ganz viele Videos geschickt von Eltern, die mir von ihren 5-, 6-, 7-, 8-jährigen Kindern Videos schicken, wo die irgendwie Mein Fahrrad oder Millionär oder alles nur geklaut oder Schweinsein oder eben die ganzen alten Songs singen. Und das finde ich schon, das kann man nicht planen, sowas. Und wir hatten da, wie gesagt, das große Glück, dass Annette uns da schon ein bisschen gerade gebogen hat. Oder auf jeden Fall, dass sie uns vor Dingen bewahrt hat, die wir vielleicht gemacht hätten, die dann eben nicht cool gewesen wären. Und ich bin da extrem dankbar und würde immer sagen, Annette ist für uns die wichtigste Bezugsperson, die uns erstmal auf den Weg gebracht hat, die auch übrigens dieses Konzept erfunden hat, zu sagen, da kommen 5 Jungs an, die singen a cappella zu 5, ohne Mikrofone, irgendwelche Sachen. Und sie fragte uns damals, wollt ihr das immer so weitermachen? Wollt ihr Kleinkunst weitermachen oder wollt ihr Popstars werden? Und wir natürlich gesagt haben, oh geil, nee, Popstars, komm, wir werden Popstars. Und da hat sie eben gesagt, okay, da muss Schlagzeug drunter. Und da hat sie damals von, unsere erste Single war Gabi und Klaus, und da hat sie von Tom Steiner, von Susan Vega, dieses Lied. Das hat sie gesampelt, hat es unter das fertige aufgenommene Lied getan und zack, wurde aus Kleinkunst Popmusik. Und ich habe mich am Anfang dagegen gewehrt und habe gesagt, nein, Annette, du zerklopst unsere schöne große Kunst und so. Nee, sie hatte recht, weil heute sind die Arme oben, wenn das Lied kommt und vielen, vielen Dank. Also Annette, erste Adresse. Udo, zweite Adresse. Viele Leute aus der Branche, irgendwie Hans Blume, unser erster Plattenchef, George Glück, unser erster Verleger, Peter Meisel, ganz viele Leute. Andreas Herbig, der mit Annette Humpe zusammen im Studio gearbeitet hat in Hamburg. Also es gibt viele, viele Leute, die uns geholfen haben. Und wir wissen das genau, dass wir nicht da wären, wo wir sind. Und um vielleicht mal den Bogen zu heute zu spannen, Entschuldige, dass ich jetzt hier so einen Laberflash kriege. Ja. Gut, toll. Also unsere Plattenfirma, unsere neue Plattenfirma Warner Music, Deutsche Rita ist das Label und Rita ist eine Frau, die hat die letzten Udo-Sachen gemacht. Und die hat uns gesagt, ich möchte euch bitten, schreibt mal mit anderen Leuten Songs. Also guckt mal aus eurem Tunnel raus, guckt mal aus eurer Grütze raus, über den Tellerrand und lasst euch von anderen Leuten beeinflussen. Und ich habe mich da auch gesagt, nee, das will ich nicht und ich will lieber irgendwie, wir sind doch autark und wir schaffen das auch aus eigener Kraft.
Und ich bin so froh, dass wir uns darauf eingelassen haben, weil da sind Sachen entstanden, die wir so alleine nicht geschafft hätten. Und das ist für mich noch viel mehr als legitim, nach 30 Jahren zu sagen, wir wissen nicht, wo der Hammer hängt, wir wissen nicht irgendwie, wo es lang geht. Wir möchten uns gern helfen lassen von anderen Leuten, weil die uns auf neue Ideen, auf andere Ideen bringen, weil das irgendwie einen frischen Wind in die Segel bläst. Und das hat funktioniert. Wir haben Songs geschrieben, die wir alleine nie hingekriegt hätten. Das ist toll, da bist du ja immer noch so ein bisschen der Rebell von damals. Auch so, oh nee und nee, und dann aber nachher lässt du dich doch drauf ein und dann bringt es euch auch Glück. Ja, man muss sich, glaube ich, das ist ja auch ein bisschen das Problem der heutigen Zeit. Wir denken immer, Recht zu haben in dem, wo wir stehen. Also auch jetzt, wenn wir über Corona reden würden, was wir ja bitte nicht machen wollen, weil wir wollen, es können es alle nicht mehr hören. Aber es gibt scheinbar irgendwie nur die zwei Seiten. Oder wenn wir über Gendern reden oder wenn wir über irgendwelche Sachen reden, die gerade große Diskussionen in den Social Media sind. Wir sollten mehr miteinander reden als übereinander. Und das ist zurzeit so ein Ding, wo ich versuche da ganz bewusst mich zu öffnen und eben auch ganz bewusst zu sagen, hey, versuch dich mal in die andere Situation reinzuversetzen. Versuch dich mal in den reinzuversetzen, der eben gerade sagt, nee, Gender nervt mich total und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Und dann qualifiziere ihn nicht ab und sag ihm nicht irgendwie, was bist denn du für ein unmoderner Typ und du hast den Schuss nicht gehört, sondern versuch dich da reinzuversetzen. Weil ich glaube, das ist zurzeit daran, kranken wir alle so ein bisschen, dass wir alle uns in unsere Bubbles zurückziehen und dass wir alle auf unserer Seite stehen und denken, wir wissen hier, wo es lang geht. Und sobald jemand kommt, der eine andere Meinung hat, fangen wir an rumzukreischen. Diese Alles-Dicht-Machen-Aktion jetzt von den Schauspielerinnen und Schauspielern, das war auch so ein Ding. Ich fand die auch nicht cool. Ich fand das auch irgendwie echt unglücklich, als ich Richie Müller gesehen habe, wie er da in seine Papiertüte reinpustet und ein Beatmungsgerät nachmacht. Habe ich auch gedacht, Scheiße, wie soll das jemand reflektieren, der gerade seine Mutter oder seinen Vater oder seine Schwester an das Virus verloren hat. Aber ich fand den Aufschrei danach und dieses sich darüber aufregen und bis hin zu Berufsverbote fordern, das bringt uns nicht weiter. Wir sollten echt miteinander reden und wir sollten nicht irgendwie immer darauf beharren, dass wir Recht haben. Es sei denn natürlich, irgendjemand kommt richtig arschig an und irgendjemand erzählt irgendwelchen Rassismus-Scheiß oder irgendwelchen antisemitischen Wahnsinn, dann muss man ihn ganz klar in die Schranken weisen. Aber es gibt so viel dazwischen und es gibt so viel, wo man sagen kann, hey, lasst uns aufeinander zugehen. Und das ist mit der Musik genau dasselbe. Ich habe mich mit dem Rolf Zukowski als wir so eine Ostersendung mit ihm gemacht haben, haben wir uns total in eine überhitzte Gender-Diskussion gestürzt. Ja. Und mit ihm kann man wunderbar diskutieren. Und der hat wie eine Anleitung zum Streiten gegeben. Ich meine, seine Ehe hält 50 Jahre. Dem Mann kann man glauben. Ja. Und das war ganz toll. Auch genau das Thema, dass man nicht mehr kontrovers diskutieren kann oder überhaupt diskutieren kann, dass es direkt in Beschimpfung geht. Ja. Ne? Man ist dafür oder dagegen und oft ist ja in der Mitte das, was Sinn macht. Also einfach mit ein bisschen mit Herz und Verstand und ein bisschen aufeinander. Das ist fast unmöglich im Moment. Darüber haben wir lange gesprochen. Und eigentlich, ich muss mal gucken, wie ich dir das, können wir nachher machen. Das muss ich dir zukommen lassen. Das wird dir sehr gefallen. Es gibt, habe ich gestern gelesen, gerade wegen dieser Schauspielaktion. Ja. Einen ganz tollen Bericht, den ich gelesen habe, von der Züricher Zeitung, von der NZZ am Sonntag. Ulrich Tukur. Ja. Habe ich gelesen. Habe ich auch von Leuten empfohlen jetzt, weil er das echt klug gemacht hat. Fand ich total... Seine Geschichte mit der Freundin. Ja, ich glaube nicht, dass es die Freundin gab. Ich glaube, dass das seine Art der Erzählkunst war. Genial. Aber er hat damit eigentlich alles klar gemacht. Das, was du eigentlich eben gesagt hast. Genau. Super. Aber lustig. Das habe ich auch jetzt Leuten empfohlen. Weil ich finde das so schade. Man kann gar nicht mehr... Also wir singen ja auf unserer Platte Dürfen darf man alles, wo wir uns genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja? Da wollte ich jetzt Frauen überhaupt super. Komplimente machen, darf man irgendwie, ja. Und natürlich nehmen wir diese ganze Sache aufs Korn. Aber dass wir damit gerade so ins Schwarze treffen, dass wir damit so aktuell sind, das ist natürlich einerseits großartig, aber andererseits ist es auch wirklich schade, weil wir, warum streitet man sich denn? Man streitet sich nicht deswegen, um sich gegenseitig eine reinzuhauen, sondern deswegen, um einen Konsens zu finden, um in irgendeiner Weise sich zu einigen und um in irgendeiner Weise eben auch mitzukriegen, hey, der andere, der hat ja vielleicht doch an der und der Stelle recht. Also wenn ich mit meinem, zum Beispiel vorgestern
habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Und meine Mutter, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, wir kamen irgendwie auf Rassismus zu sprechen. Und meine Mutter sagte dann, ja, aber wenn mir jetzt irgendjemand verbieten will, Mohrenkopf zu sagen, Triggeralarm, Vorsicht, ja, dann sage ich, nö, ich habe das immer so gesagt und ich werde das auch weiterhin so sagen. Also ich sage das nicht mehr, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich sage Schaumkuss und ich sage das N-Wort sowieso nicht mehr, aber ich versuche dann eben auch, wenn meine Mutter mir so einen Spruch macht, dann werde ich doch einen Teufel tun, irgendwie zu sagen, du Rassistin, das ist doch Quatsch. Hey, sie ist doch garantiert keine Rassistin. Und wenn sie ist 80 Jahre alt und sie sieht die Sachen eben irgendwie ein bisschen anders, und dann kann ich nur sagen, hey, versuch dich da reinzuversetzen. Es fühlen sich Leute dadurch echt beleidigt und es fühlen sich Leute dadurch schlecht behandelt, wenn du so redest. Und wenn dir das vielleicht weiterhilft, aber ich habe das immer so gesagt, Und dann fiel mir das geniale Argument, da habe ich gesagt, ja, es gab auch Zeiten, da war es klar, Frauen haben noch nie gewählt. Frauen haben noch nie irgendwie, durften noch nie zur Wahl gehen. Und seit über 100 Jahren ist das eben klar, weil irgendwann mal sich die Welt weitergedreht hat und mal die Leute gecheckt haben, hey, warum sind Frauen denn irgendwie weniger wert als Männer? Und da sagt der Mann, ach, das ist natürlich wirklich ein Argument. Und das war dann so ein kurzes Ding, wo wir uns angenähert haben. Wir sind nicht konfrontativ gewesen, aber das ist der richtige Wind, glaube ich. Irgendwie mit Argumenten Leute zu überzeugen oder sogar noch besser, sich überzeugen zu lassen von Dingen. Und nicht dieses Beschimpfen direkt, ne? Dieses aufeinander zugehen. Hast du gut gemacht. Also heute, am Anfang denkt man vielleicht, ich habe dieselbe Diskussion mit meiner Großmutter gehabt, die ist seit 91. Sagt, ja, so ein Quatsch, soll ich nicht mehr das sagen? So Quatsch und ich bin doch, ne, so. Aber mittlerweile, es macht auch die Wiederholung und einfach sich beschäftigen mit jemandem. Also sich die Mühe machen, richtig, mal zu sprechen, oder? Das kostet halt einfach Zeit und ein bisschen Mühe. Es ist, glaube ich, wirklich auch eine Art von Faulheit, dass wir immer denken, wir haben keinen Bock. Und natürlich, also ich möchte auch mit niemandem diskutieren, der mit mir nicht diskutieren will. Ja. Wenn ich merke, dass irgendjemand fest ist und wenn ich merke, dass irgendjemand wirklich, wenn jemand sagt, Homosexualität ist eine Krankheit und kann geheilt werden, dann ist das für mich echt keine Gesprächsgrundlage. Und da muss ich echt sagen, ey, Baby, du hast das nicht gehört. Und das kann nicht sein. Mit dir will ich eigentlich überhaupt nicht reden. Warum erzählst du so einen Scheiß, ja, im Jahr 2021? Okay, mein Vater sagt mir eben dazu, er hat noch bis, wann ist Paragraph 175 abgeschafft worden? Das war in den 90ern, glaube ich. Nicht lange her. Und da muss man dann eben auch wieder verstehen, die Leute, die dann eben damit groß geworden sind, mit diesen Werten oder mit diesen Inhalten, dass man nicht von heute auf morgen den Schalter so dermaßen umlegen kann. Aber wir sind doch irgendwie denkende Menschen und wir sind doch empathische Menschen, die sich in andere reinversetzen können. Und das sollten wir ein bisschen üben. Üben. Du bist, ich sehe hinter dir ein Klavier. Ja. Ich sehe... Wie fängt darf man alles an? Oh, welche Ton ist das? Weiß ich gar nicht. Darf man Frauen überhaupt noch Komplimente machen? Darf man das? Oder über nicht korrekte Witze lachen? Darf man das? Ja, ich liebe den Song. Der kam raus und ich dachte so, oh, geil, das ist nochmal so richtig, oh, das seid so ihr. Das seid so verdammt ihr einfach. So, ja, ist auch ein bisschen Finger zeigen, so ein bisschen sich lustig machen, aber nie drüber, nie unangenehm, nie unangebracht, sondern einfach, ne, super. Na, ich glaube, die Kunst ist in irgendeiner Weise, solche ernsten, harten Themen mit einer Leichtigkeit anzusprechen und nicht die Intention zu haben, jemanden missionieren zu wollen, jemanden irgendwie belehren zu wollen. Das geht immer nach hinten los und in der Musik sowieso. Und also ich bin viel an Schulen mit irgendwelchen Projekten, wo wir über Rassismus reden. Und da merke ich immer, dass Kinder so ein eisenhartes Publikum sind. Sobald du anfängst, die irgendwie moralisch belehren zu wollen, da drehen die sich um, da machen die zu. Und du musst sie erstmal irgendwie knacken und du musst sie eben in irgendeiner Weise auch mit Humor kriegen. Und das geht allen Menschen so. Ich glaube, wenn man humorvoll an Sachen rangeht, dann hat man viel mehr Chancen, irgendwie die Leute zu, dass sich jemand dir gegenüber öffnet. Und wenn du dich selbst auch nicht so ernst nimmst, wenn du irgendwie nicht verbiestert und verbittert bist, ja, es ist viel leichter gesagt, als es einem oft fällt.
Wir haben eine ganze Stunde nur mit euch, die auch wiederholt wird, die auch auf verschiedenen Sendern läuft. Also wir machen die ganze Prinzenkeule eine Stunde lang. Natürlich spielen wir die Klassiker und auch ganz viel vom neuen Album Krone der Schöpfung. Was muss auf jeden Fall rein? Also jeder geliebte Zukunft, geliebte Zukunft, geliebte Zukunft. Das ist eindeutig. Es ist eines meiner Lieblingslieder von der Platte. Ich wollte ein positives Lied schreiben über die Pandemie oder über das, womit wir gerade alle zu kämpfen haben, und wollte einfach sagen, dass wir aufhören müssen zu jammern, dass wir irgendwie nach vorne gucken müssen und dass die Zukunft unsere Freundin ist und dass das schön ist und dass wir uns darauf freuen sollen. Und ich liebe dieses Lied sehr. Klimperst du es an? Wie fängt es denn an? Oh, wie geht denn das? Wer kann denn schon wissen, was morgen ist und später kommt? Was irgendwann mal sein wird? Du bist die Antwort, dich gibt's prompt. Prompt, 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 prompt. Es ist schön, dass es dich gibt. Du bist wie ein neuer Morgen, wie das erste Tageslicht. Du bist unsere große Sehnsucht, weil du der Ort für Träume bist, geliebte Zukunft. Jetzt kommt der Refrain. Wir sind bereit für alles, was als nächstes kommt. Wir treffen uns am Horizont. Wir gehen auf Wegen, die noch keiner kennt. Geliebte Zukunft. Oh, schön. Super. Spiele ich sehr, sehr gerne. Ich liebe das, ich liebe das. Hey, weißt du, es ist immer so doof, wenn man, also ich erzähle zurzeit jedem, ob ihr es hören will oder nicht, was wir für eine schöne Platte gemacht haben. Und ich erzähle auch gleichzeitig, dass das in letzter Zeit nicht immer so war. Ja, weil ich glaube, du kannst nicht in 30 Jahren jedes Jahr oder alle zwei Jahre eine Platte rausbringen, von der du so dermaßen überzeugt bist. Weil wir konnten uns wegen Corona viel Zeit lassen, haben, wie gesagt, mit anderen Leuten zusammen geschrieben. Und ich bin so glücklich mit dem, was wir da jetzt gerade gemacht haben. Und ich bin wieder so Prinzenfan geworden, wie ich es wirklich nur ganz am Anfang war. Und ja, ich hoffe, dass das alles so läuft. Und ich hoffe vor allem, dass wir bald wieder raus können, dass wir bald wieder auf Tour gehen können, dass wir vor die Leute können. Weil deswegen haben wir irgendwann mal angefangen, Musik zu machen, Konzerte zu spielen. Das ist irgendwie der Lebensinhalt. Das ist das, was wir brauchen, wie die Luft zum Atmen, was uns zurzeit so fehlt. Ja, weil wir haben letztes Mal im Oktober, am 6. Oktober 2019 auf einer Bühne gestanden zusammen. Das ist weit über anderthalb Jahre her. Und ich merke wirklich, wie mich das auch verändert, dass mir das fehlt. Und dass ich wirklich denke, also mir sagen so, mein engstes Umfeld sagt zu mir, hey, ich merke, du bist irgendwie manchmal so ein bisschen fast verbittert und so. Vielleicht fehlt dir einfach das Adrenalin und vielleicht fehlt dir einfach irgendwie die Energie der Leute. Und das am Ende, warum gründest du mit 15 Jahren eine Band? Weil du irgendwie auf eine Bühne gehen willst und weil du sagen willst irgendwie, hey Leute, geil hier, ich mache hier geilen Scheiß, hört euch das mal an. Und dass du ins Studio gehst, daran denkst du ja in der Zeit noch gar nicht. Da haben wir damals überhaupt nicht gedacht, dass wir Platten aufnehmen oder so. Es geht darum, vor Leute zu gehen und da Musik zu machen. Und das machen wir seit anderthalb Jahren nicht mehr. Und da fehlt uns echt was richtig, richtig Dolle. Und ich hoffe, so ein tolles Album jetzt, ja, ihr wartet ja nur drauf, damit an den Start zu gehen. Ist doch alles optimal jetzt, einfach von der Zeit, ne? Weil das Album ist echt richtig gut und macht sehr viel Spaß, das zu hören. Also. Ja, es ging ja schon los, als wir wir haben ja ein Konzert gemacht jetzt, ein Studiokonzert, ja. Also wir haben im Gaga-Studio in Hamburg, das ist ein traditionelles Studio, haben wir fast die ganze Platte live gespielt. Fürs Fernsehen. Wird irgendwie jetzt in der ARD irgendwann ausgestrahlt werden. Und da, als wir das erste Mal im Proberaum waren, nach über einem Jahr, haben wir echt gemerkt, boah ey, da ist irgendwie diese Magie. Und allein auch dieses Ding, wenn wir zu fünft anfangen zu singen, das ist schon irgendwie das ist ein Klangkörper, der was Schönes transportiert. Das sind schöne Gefühle und das ist das, weswegen wir irgendwann mal gesagt haben, wir wollen gern Musiker werden. Und das wollen wir gern wieder auch vor vielen Leuten machen. Oder von mir aus auch vor wenig Leuten, ey. Weißt du, mir ist das manchmal auch egal. Ja. Du kannst auch ein Konzert machen vor 100 Leuten und das kann genauso geil sein, als wenn du ein Konzert vor 10.000 Leuten machst. Natürlich, wir laden euch auch in unser kleines Wohnzimmer ein, wenn es wieder geht. Wir machen ab und zu mit besonderen Künstlern so Wohnzimmerkonzerte. Nee, mach das. Wir lechzen danach.
Wir laden euch direkt ein und wir können es auch alle nicht erwarten. Also wer unsere Liedergutsendung gibt es jetzt seit über 8 Jahren. Wir haben uns da richtig durchgekämpft. Wir haben die Sendung, der Produzent, den du da mit drin siehst, wir haben die Sendung gemacht für die deutsche Musikszene vor über 8 Jahren. Damals ganz klein angefangen und haben uns richtig durchgekämpft, weil die Radiolandschaft auch für die Künstlerinnen und Künstler ist wirklich schwer. Also ich kriege das ja mit, wie sehr man auf Airplays angewiesen ist, dass irgendwas, ne? Und einfach Zeit zu schenken für Wort und Kunst, das ist auch im Privatradio oder generell in dem AC-Radio sehr schwer. Jedes formatierte Radio hat seine Regeln, wissen wir ja. Du hast immer deine 1 Minute 30 und da musst du schnell alles loswerden, was du sagen willst. Deswegen bin ich total dankbar, dass es solche Formate gibt, wo man eben noch ein bisschen Zeit hat. Und ich glaube übrigens wirklich auch, dass das die Leute draußen genauso wollen. Die wollen nicht irgendwie Fließband-Scheiß. Die wollen irgendwie hinter die Kulissen gucken, die wollen Leute kennenlernen, die wollen wissen, was irgendwie, wie eine Platte entstanden ist oder wie jemand tickt. Und das erfährst du eben nicht in 45 Sekunden, sondern das erfährst du eben, wenn du eine Stunde Zeit hast, miteinander zu reden. Das ist wichtig, ja. Ach, ich habe, kennst du die zwei von Paso Doble, Rale und Frank? Die haben so lieb von euch gesprochen, weil die haben auch jetzt im Gaga-Studio die haben ein neues Album, die machen Computerliebe neu. Ich liebe es so sehr, ich mag die beiden so gerne und die laden so ein paar Leute ein und die haben irgendwie gesagt, oh, sie hätten euch so gern mal kennengelernt, aber wir hatten über euer Comeback gesprochen, als wir das Interview hatten irgendwie. Und dann hat sie gesagt, ja, ich wusste gar nicht, dass ihr euch nicht kennt. Also eigentlich kann uns jeder erreichen, das ist wirklich irgendwie, das ist das Schöne. Also die Sache mit Echo und Mo zum Beispiel, das ist wirklich über Facebook entstanden, dass der mich angeschrieben hat oder mir gesagt, kann jeder irgendwie kommen. Ich habe irgendwie Danger Dan, der gerade mit seinem Kunstfreiheitlied so steil geht, der hat mich irgendwie, den habe ich vor 3 Jahren angeschrieben und dann haben wir zusammen ein Lied aufgenommen. Also das ist immer, das ist ja schön. Das heißt also, wenn wir irgendwie was vorhaben und eine Idee haben, sagen, oh, da würden wir euch gerne einladen oder hätten wir euch gerne dabei, dann können wir euch einfach anschreiben. Also Fragen geht immer. Natürlich kann man nie versprechen, ob das am Ende wirklich funktioniert. Ja, klar. Weil es muss ja erstmal irgendwie hier was da sein. Ja? Und ich gehe rein nach dem Lustprinzip vor. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas gefällt mir, irgendjemand gibt mir gute Energie, dann möchte ich gerne mit dem was zusammen machen. Und natürlich konzentrieren wir uns zurzeit extrem auf die Prinzen, auf das, was wir gerade haben. Wir versagen uns zurzeit jegliche Side-Projekte irgendwie ein halbes Jahr lang. Und das ist auch gut so, weil wir eben dann uns auf das konzentrieren, weil wir allen Leuten sagen wollen, hey, liebe Leute da draußen, wir haben eine neue Platte, die heißt Krone der Schöpfung. Hört euch das mal an. Und wir gehen auf Tour. Und wir sind sowieso eine geile Band. Und da haben wir keine Zeit, jetzt irgendwelche anderen Sachen zu machen gerade. Aber irgendwann werden wir wieder Zeit haben. Und ich weiß, ich möchte mich immer, also das ist das Komische. Ich werde jetzt 55 Jahre alt und denke manchmal, fuck, 55, ey, da hast du früher gedacht, das sind echt scheintote Menschen, die irgendwie über 50 sind, die sind schon jenseits von Gut und Böse. Jetzt gehe ich sozusagen mal ganz klar gesagt auf die 60 zu. Wenn du über 55 bist, gehst du auf die 60 zu. Das klingt echt alt und das macht mir manchmal Angst. Und ich denke manchmal, du hast wirklich garantiert definitiv mehr in deinem Leben hinter dir, als du vor dir hast. Ja? Also ich glaube nicht, dass ich 110 Jahre alt werde. Ich hoffe, ich werde mal 80 oder 85 oder 90. Mein Vater ist 85 und ist sehr gesund und freut sich da. Und wir freuen uns alle, dass er noch irgendwie so fit ist. Aber ich möchte gern, klingt jetzt auch wieder sehr pathetisch, aber die Zeit, die mir bleibt, möchte ich gern mit Leuten zu tun haben, mit denen ich mich gut fühle. Und ich möchte nicht mit Leuten zusammen sein, die mir Energie ziehen, die irgendwie schlechte Vibes rüberbringen. Ich möchte gerne irgendwie, es geht nicht darum, irgendwie das Problem unter den Teppich zu kehren oder das. Natürlich immer über alles reden und so. Aber wenn ich merke, dass irgendjemand nervt und dass irgendjemand einfach irgendwie keine guten Vibes hat, dann muss ich immer nicht mal sagen, hey, verpiss dich, sondern ich kann ja auch einfach sagen, du, sei nicht sauer, ich muss weiter. Da drüben wartet jemand, mit dem muss ich jetzt hin. Und das mache ich dann auch in dem Moment. Und es gibt so viele interessante und spannende Menschen. Und ich könnte mit so vielen Leuten zusammen Musik machen. Also bitte gern, wenn jemand eine Idee hat, her damit. Mal gucken, was passiert. 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte. So wird es aussehen, oder? So sieht's aus. Und ich hoffe, dass das alles klappt. Aber ich denke, dass wir haben ja lange überlegt, für wann wir das planen, ja? Wollten eigentlich dieses Jahr schon anfangen, haben dann irgendwie gedacht, nee, das wird nichts mehr dieses Jahr und werden jetzt wirklich
2022, 2023 die große Tour machen. Große Städte, große Hallen, große Produktion. Und ich glaube, dass das gut ist, dass wir uns diese Zeit lassen, dass wir jetzt nicht Hals über Kopf rausgehen. Weil es wird jetzt erstmal auch einen großen Rückstau geben, weil von heute auf morgen wollen alle auf Tour gehen. Wir hoffen, dass es alle Läden noch gibt. Es wird viele Läden nicht mehr geben. Es werden viele Leute aus der Peripherie werden nicht mehr dabei sein. Viele Technikerinnen und Techniker werden sich neue Jobs gesucht haben, weil sie irgendwie überleben müssen. Und ich glaube, die Musikszene braucht erstmal eine Weile, um sich wieder zu regenerieren. Und das wird, die Wunden sind tief und die werden noch eine Weile bluten, glaube ich wirklich. Aber sie werden irgendwann auch verheilen und gut ist und dann geht's weiter und dafür treten wir an. Macht ihr dann natürlich auch also alles, oder? Ihr macht doch die ganzen schönen alten Hits und alles Neue, oder? Da ist es. Das machen wir immer. Also das ist ja wirklich, also das fand ich immer, ich fand das immer doof, wenn irgendwelche Bands gesagt haben, nee, wir haben ja irgendwie so einen Hit oder zwei Hits oder drei Hits, die nerven uns und die spielen wir nicht mehr. Mhm. Also ey, wenn ich zu den Stones gehe, will ich Satisfaction hören. Und wenn ich das nicht höre, bin ich enttäuscht. Und ich glaube, jeder, der zu den Prinzen geht, und ich will das übrigens auch, wenn ich mit den Prinzen auf die Bühne gehe, ich wäre doch doof, wenn ich sage, wir wollen nicht irgendwie alles nur geklaut oder Millionär oder Schwein sein oder Deutschland singen. Das sind doch Lieder, die funktionieren im allerbesten Sinne. Und vor allem merkst du, dass nicht nur du selbst daran Spaß hast, sondern dass eben die Leute einfach tierisch drauf abgehen. Du hast eins vergessen. Ich habe mehrere vergessen, Baby. Aber keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Ja, das ist einfach eingebrannt. Es ist eingebrannt. Das haben wir mit Jennifer Weist, der Sängerin von Jennifer Rostock, zusammen neu aufgenommen jetzt. Wir haben ja fünf alte Hits neu aufgenommen. Wir haben vorhin drüber geredet. Also ja. Millionär mit Echo und Motrip. Wir haben Schweinsein aufgenommen mit Die Doofen, mit Wiegald Boni und Olli Dittrich. Ja? Das ist übrigens eine Hammerversion geworden. Eher so ska-mäßig, sehr schnell irgendwie. Ah, geil. Und wirklich sehr, sehr lustig. Wir haben hier Küssen verboten mit Jennifer Weiss. Genau, Küssen verboten mit Jennifer Weiss. Alles nur geklaut mit Deine Freunde. Kennst du Deine Freunde? Google mal Deine Freunde. Deine Freunde Schokolade. Hast du Kinder, also wenn du Kinder hast oder wenn du Kinder kennst, spiel denen das vor. Die werden da voll drauf steil gehen. Deine Freunde, die machen so eine, das ist ein ehemaliger Musiker von Echt, das ist der DJ von den Broten, von Fettes Brot und noch ein dritter Typ. Und die machen zusammen richtig, richtig, wirklich unterhaltsame, schöne, Hip-Hop-mäßige Kids-Musik. Das war das vierte. Und das fünfte ist Gabi und Klaus mit Mine. Kennst du Mine aus Berlin? Mhm. Liebe ich. Also die wirklich, die hat, und jeder hat aus dem Lied irgendwas Neues gemacht. Und es ist eben nicht so, dass wir gesagt haben, wir nehmen die Dinge erst nochmal auf und reiten nochmal auf den alten Hits rum. Gibt übrigens da auch teilweise negative Reaktionen. Wir haben auf Millionär für Leute, die eben Hip-Hop überhaupt nicht abkönnen, die haben gesagt, was ist aus so einem schönen Lied geworden? Ach, dann hört ihr das Alte an. Aber für uns war es wichtig, dass wir nicht irgendwie das Ding wiedercoin und dass wir irgendwie jetzt dasselbe nochmal abliefern. Wenn es eine Berechtigung gibt, eine Legitimation gibt dafür, so ein Lied nochmal aufzunehmen, dann nur, wenn du es wirklich anders und neu machst. Und das haben wir gemacht und wir sind glücklich damit. Super, ja. Toll, ich freue mich auf eure Prinzenwoche. Ja, ich auch. Und ich bin übrigens wirklich auch ehrlich froh, weil wir sind ja tierisch verwöhnt. Also Anfang der 90er oder überhaupt die ganzen 90er, waren wir omnipräsent, haben überall stattgefunden. Und dann kam eben irgendwann der erste Karriereknick und dann fanden wir nicht mehr statt. Und jetzt ist es irgendwie wieder so weit, dass wir merken, wir sind bereit und die Leute scheinen bereit zu sein und wir kriegen wieder ein Podium draußen. Und ey, wir sind noch lebendig, wir zucken noch, wir sind noch kreativ, wir haben noch Bock auf das, was wir tun und freuen uns auf die Konzerte und freuen uns auf alles, was kommt. Geliebte Zukunft. Geliebte Zukunft, ich danke dir ganz doll. Liebe, ehrlich, du hast ja wirklich schöne, wir hatten eigentlich die schöneren Fingernägel. Ach so? Du hast schon mit schöneren Finger, das ist definitiv so. Aber guck mal hier, aber wir müssen arbeiten. Guck, ist auch ein bisschen, warte mal hier, ist auch ein bisschen abgeblättert. Ja, genau, bei mir genau dasselbe. Guck mal, siehst du? Also. Das versprechen wir uns, okay? Machen wir das, dass wir uns gegenseitig die Nägel lackieren? Versprochen. Okay. Guck mal kleiner zu. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr Videos wollt, dann abonniert sehr, 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 sehr gerne unseren YouTube-Kanal. Gebt uns einen Daumen hoch und ein Like und kommentiert und umarmt uns und küsst uns, so wie wir euch. Bis ganz bald, eure Audrey.
Fertig? War's das schon? Warum antwortet mir keiner?